So, guten Morgen, willkommen bei. Boah, ich habe im Hauptmenü schon so wenig Frames. Episch. Ja, beim neuen kleinen Nebenprojekt, weil ich habe mir gedacht, ich habe zwei Hauptprojekte, da könnte ich auch zwei Nebenprojekte machen. Ja. Habe ich mir so gedacht, ne? Oh Gott, hochdenkt, das wird doch eh nix. Ja, habe ich mir gedacht, ich spiele mal wieder Open Arena. Beziehungsweise, weil ich gerade Lust dazu mal wieder hatte. Ja, Open Arena ist im Prinzip Quake 3. Nur mit eigenen Models, weil die Quake 3 Engine wurde irgendwann mal freigegeben. 2005? Nee, doch, ja. Können ungefähr hinkommen. Und ja, also das Team hat sich da gedacht, wir können doch ein paar Grafiken und so dafür machen. Und dann hat es komplett als Spiel anbieten. Weil nur die Engine bringt einen ja recht wenig, möchte ich mal sagen. Ja, deswegen haben die da zusätzlich noch ganz neue Grafiken und alles erstellt, deswegen kann man es jetzt im Prinzip Quake 3 umsonst holen. Also Link ist wie immer in der Videobeschreibung. Ja, und ich habe was Schönes ausgedacht, ich spiele den Singleplayer mal schnell durch. Sind ja nur. Oh, mein Maus hackt in dem Menü voll, ich weiß auch nicht warum. So ist ein paar Level. Hä? Müsste da nicht nochmal ein siebtes kommen? Ich weiß nicht, ich habe es ewig nichts mehr gespielt, also. Open Arena habe ich. 2 Jahre nichts mehr gespielt. Quake 3, boah, noch länger, viel länger nichts mehr. Und ja, also die Level unterscheiden sich teilweise zu den Originalleveln. Also es gibt ein paar, die wurden auch nachgebaut. Oh mein, es ist grauenhaft, wie meine Maus gerade hakt. Und ja, wir haben noch nur zum ersten Zugriff. Naja, gut, kennt ja bestimmt bald jeder. Also Quake 3 hat zumindest. Oh, meine Maus, die hackt, das ist es. Warum gehe ich jetzt ins Menü durch? Ja, also, sieht. Ich habe vorhin mal kurz Aufnahme gemacht und danach alle Stats gelöscht. Waren jetzt nicht so viele. Ja. Hintergrundstory ist total episch, ja, also. Es gibt keine. Damit lässt sich arbeiten, würde ich sagen. Und ja, wir haben hier verschiedene lustige Schwierigkeitsstufen, kennt man ja, ne? Hier haben wir auch das schöne Geräusch, wenn man nicht mehr geht. Weil ich glaube, beim Original Quake 3 hat es wieder aufgehört. Wenn man weggegangen ist. Hier nicht. Klingt irgendwie komisch. Ihr spielt natürlich I Can Win. Nein. Ich habe gedacht, ich spiele es mal schnell auf Nightmare durch. Weil. Ist total einfach und ich habe ja auch erstaunlich 25 Frames sagen wir 24 Frames im Spiel und ich habe sie auch schon ewig lange nichts mehr gespielt. Da habe ich mir gedacht, ja, das ist total einfach. Und wir sterben erstmal, ey. Ach ja, wenn nur das Maschinengewehr, ich denke mir schon, hey. Wer verliert die Waffen ja da immer wieder? Ich, ja. Oh Gott, es wird richtig lustig. Mit richtig lustig meine ich, boah, wird das scheiße. Schnappen wir uns. Nehmen wir den Granatwerfer. Ja. Ach ja, richtig, da gibt's. Wir wollen erstmal alles aufsammeln. Vielleicht soll ich nicht den Granatwerfer nehmen. Ich soll eine Waffe nehmen, mit der ich umgehen kann. Das schränkt jetzt die Waffenauswahl sehr stark ein. Ey, hört ihr auf, Kills zu machen? Das ist doch nicht schön. Oh, da ist ja einer. Ja, mit 23 Frames. Vielleicht soll ich die Einstellung doch ein bisschen runterdrehen. Vielleicht soll ich mal treffen. Angeblich soll das ja helfen. Mhm. Das läuft schon mal total toll. Das wird sehr lustig werden, dieses Nebenprojekt. Und wahrscheinlich irgendwie 20 Milliarden Folgen dauern. Also ich muss sagen, das mit dem Treffen üben wir nochmal. Obwohl, die Bots haben das schon ganz gut raus, möchte ich sagen. Ja. Ach Gott, ich habe das so lange nicht mehr gespielt, das ist so scheiße. Ich habe so viele Frames, das ist total toll. Ich glaube, ich habe die falschen Waffen, definitiv. Ich habe auch den falschen Rechner. Wow, ich bin Platz 4. Jetzt gib mir mal die Knarre.
Ich muss jetzt mal kurz schauen, wo waren denn da die Tasten? Ja, so. Ich hab ja, fast gewonnen. Also ich bin immerhin auf Platz 4 gelandet. Von 4. Das ist gar nicht so schlecht. Doch ist es. Ja, ich werde so richtig schön failen. Also wer jetzt hier irgendwie High Skill erwartet, der ist ja irgendwie falsch. Gut. Das ist jetzt bei... Oh, der schießt auf mich. Das sollte man mal das Feuer erwidern. Ich hab so lange nicht mehr gespielt. Hey, ich habe ihn getroffen. Ich bin gut. Ich halte nicht aus. Es wäre viel einfacher, die zu treffen, wenn sie nicht ausweichen würden. Natürlich, wenn ich das Spiel könnte, wäre das natürlich auch nicht schlecht. Schuffeln im Nahkampf ist eine schöne Erfindung. Ey, die wollte ich töten. Du Arschgesicht. Erste Level. Ich stelle mich schon mal sehr gut an. Bei der Gelegenheit nehme ich mal wieder einen Raketenwerfer. Und freue mich über... Was wollte ich sagen? Ich freue mich über 17... Was zur Hölle? Mach nicht so einen Scheiß, wenn ich hier spiele. Gibt's was Schöneres, als mitten im Spiel auf 17 Frames runter zu droppen? Ich kann mir jetzt nichts vorstellen, was schöner werden. Dann könnte... Gut, treffen wäre vielleicht nicht verkehrt. Das können die Bots ja schon ganz gut, ne? Weil... Rocket Jump mal etwas anders. Ja, das wird sehr lustig werden. Aber so könnt ihr wenigstens viel besser die Story genießen. Herrliche Story, also total toll. Also die Story ist, ich sterbe und ja, die KI gewinnt. Gott. Ich hätte vielleicht vorher mal wieder üben sollen. Ach, üben ist was für ein Noobs, ey. Ich bin heiß ge... Will der bitte mal sterben? Ben, ich brauche 360 Grad Sicht. Gibt's da nicht auch was von... Ach, leck mich. So, konnte man da nicht irgendwie... Wusste ich's doch. Die erste Welt kenne ich noch. So ungefähr. Ich tue einfach mal so, als würde ich sie noch kennen. Hör auf, mir mal den Kills zu klauen. Stirbst du mal? Es ist ja scheiße. Jetzt weiß ich, warum ich das Spiel so lange nicht mehr gespielt habe. Es ist so Ja, ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wie lang dieses kleine Nebenprojekt dauern wird. Ich habe auch überlegt, ob ich jedes Level als ein Video hochlade. Aber irgendwie fürchte ich, dass ich so lange gar nicht hochladen kann, Videos. Stirbst du mal? Weck mich. Ich weiß nicht, letztens wollte ich ein 20-Stunden-Video hochladen, hat YouTube Nein gesagt. Das Video wird nicht sonderlich viel kürzer werden. Ja gut, ich habe noch ein paar Versuche Zeit, ne? Da hat er sonst nichts in seinem Leck mich. Trefft die so mal überhaupt nicht. Das ist sehr gute Voraussetzung, um zu gewinnen. Nicht treffen. Ich bin der moralische Sieger dadurch. Ist doch auch was Schönes. Ja, ich habe ihn getroffen. Ich habe noch einen getroffen. Gott, bin ich cool. Oder habe ich den getroffen? Nein. Das hat bloß dünn gemacht. Ach ja, und wenn jemand fragt, wo die Musik ist. Da arbeiten die noch dran. Ist noch nicht ganz fertig. Aber die Story kann man jetzt schon genießen. Es geht um schnell, lass dir was einfallen. Ich töte den. Ach, leck mich mit der scheiß Lightning Gun. Vielleicht könnte ich die Waffen mal erklären. Nachher. Habe ich noch Zeit, das alles zu erklären. Die Runde dauert noch ein paar Stündchen. Also das mit dem Treffen müssen wir wirklich nochmal üben. Ja, wo war ich jetzt? Ach ja, bei der epischen Story. Ja,
Jetzt fällt mir nichts Dummes ein. Moment. Es dauert einen Moment. Die dummen Sachen dauern einen Moment länger als die schlauen. Deswegen dauert bei mir auch alles so lang. Alle Let's Plays und alle, ach, was weiß ich. Mir fällt gerade nichts Dummes ein. Das Thema hatten wir schon. Ja. Ich schieße erstmal in eine andere Richtung. Machen wir es doch ganz einfach wie in Unreal Tournament. Und sterben. Ich bin übrigens eben gestorben, falls ich es noch nicht mitbekommen habe. Unreal Tournament ist doch ein gutes Argument. Wir tragen ein extrem spannendes... Also für andere Leute spannendes... Ich sterbe ja hier nur. Vielleicht soll ich doch mit der Einstellung runterdrehen. Ach, Ivo. Mit 30 Frames kann ja jeder spielen. Erstmal runterschauen, bevor wir in den Tod springen. Trag ein episches Duell aus. Und der Gewinner kriegt den Hauptpreis. Ja. Also ich schon mal krieg den Hauptpreis schon mal nicht. Hauptpreis ist, keine Ahnung. 1000 Gramm flüssiges Holz oder so. Das klingt doch gut. 1000 Gramm flüssiges Holz. Ey, das ist mal meiner. Leck mich. Sprech Deutsch, wenn du was von mir willst. Ich sollte vielleicht die Mausgeschwindigkeit ein bisschen drunter regeln. Ach. Ich sollte mir vielleicht auch eine neue CPU kaufen, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Voll blutig. Voll brutal, ey! War Quake 3 nicht auf dem Index gestanden? Ich erinnere mich da dunkel an irgendwas. Goddämon wird sich so freckt lachen, wenn er das sieht. Ich kann so seinen Kommentar lesen. Boah, Honke, bist voll Highskill. Yeah. Ach, hör doch auf mich zu schießen, das ist unfair. Und der zweite Preis ist, keine Ahnung. Der ist 1000 Gramm festes Holz oder so. Das sieht doch eh keinen, wer Zweiter ist. Ich meine, bitte, wer kennt schon den zweiten Mann auf dem Mond? Keiner, oder? Ich meine, den ersten Mann, da weiß man doch so. Ach, leck mich! Ich kann schon den Kommentar von Demo lesen. Boah, ey! Hast die Lamer-Knarre hoch 10, ey, und verlierst, ey. Spaß, ey. Der ist volles unsoziale Arschloch und... Ey, von der Fuck. Hör doch mal auf, ständig wegzuspringen. Grenades, was soll ich mit Grenades? Totale Kackknarre. Nö, kannst du nicht umgehen, Spaß. Was sind denn die alle? Boom, tot, ja. Da ist er. Ja, da war er. Boah, ich bin so gut, ne? Man merkt, ich kann das Spiel voll, also... Ich bin der Überpro, ne? Ja. Das wird noch richtig lustig. Ja, wenigstens ist es... Halt, Moment. Denk jetzt genau nach, was du da sagst. Ich wollte jetzt gerade sagen, wenigstens ist es nicht wie ein Doom auf dem Nightmare, wo die Gegner immer respawnen, aber... Das ist jetzt irgendwie... Doch, irgendwie ist es so, ne? Erstmal 2 Kilometer vorbeischießen. Komm schon, stirb doch mal! Verdammt! Was mache ich falsch? Naja, also das erste Mal triffst du nicht, ne? Ja, und dann, ne, bist du natürlich noch der Honk, ne? Das kann ja schon mal nichts werden. Nichts werden, ne? Und drittens kannst du das Spiel einfach nicht. Und. Hey, ich habe 3 Kills geschafft, bevor ich gestorben bin. Ich werde besser. Yeah, verbessere mich. Es ist so viel zum Thema. Ich lade ein Video pro Level hoch. Ich mache auf einem Level ein Video. Ich meine, bitte, wer schaut sich ein 358.726 Stunden langes Video an? Delfino zählt hierbei nicht.
Wow, ich bin Erster. Ich bin unbesiegbar. Nennt mich Gott. Wow, jetzt leg ich los, du. Jetzt packe ich meine Skills aus, Baby. Nimm mit ihrer 360 Grad sich da. Ich weiß nicht. Knallen sind alle so scheiße in dem Spiel. Kannst du nicht mit umgehen? Halt die Fresse. So. Oh, leck mich doch. Es ist nicht nett, von hinten zu kommen. Vor allem, da du die Frau bist. Das verwirrt mich irgendwie. Ah, das ist ein Granatwerfer. Keine Ahnung, ob das was bringt. Nö, natürlich bringt's. Was soll denn der Müll? Ich werde doch schon wieder beschossen. Was ist? Du hast die Blumen gegossen? Was ist denn hier schon wieder für ein Massenauflauf? Hey. Ach, leck mich. Ach, ich liebe es, keine Spawn Protector zu haben. Das finde ich immer gut. Vor allem Deathmatch, wo sie überall aus allen Richtungen kommen und jederzeit. Kannst du mal aufhören, tot zu sein? Ja, es wird doch richtig lustig. Es wird so ein richtig langes, kleines, winziges, ganz schnell durchgespieltes Nebenprojekt. Ich kann gar nicht oft genug erwähnen, dass das... Oh, das wollte ich jetzt nicht, aber dann nehme ich mal das mit. Wir nehmen es einfach mal mit, ne? Ah, ich muss da wieder raus! Naja. Das mit dem Raus hat sich gerade erledigt. Och, stirbst du bitte mal? Ich liebe diese realistischen Spiele. Sie mal entscheiden, wo du lang gehen willst. Ja, wir haben übrigens hier. Ich könnte mir die Waffen vorstellen, solange ich hier sterbe. Also. Hätte ja funktionieren können. Also, hier haben wir das klassische Maschinengewehr, das mir an eine Gatling erinnert. Standardwaffe halten. Oh, schon wieder vorbei. Ich hab's voll drauf. Ja. Das ist alles Maschinengewehr, ne? Standardwaffe. Gibt's doch in jedem Spiel. Yeah, ich bin Erster. Ich hab's voll drauf. Ey, das war mein Kill. Killstealer. Wow, Bann, Alter. Hey, ich hab es getroffen. Ja, ich bleib einfach mal stehen. Das ist immer eine sehr gute Idee. Also allgemein in Shooter-Spielen stehen bleiben. Vor allem auf höheren Schwierigkeitsstufen. Bleib doch einfach mal stehen. Genießt ein bisschen die Landschaft. Ja, das war natürlich. Naja. Nehmen wir diesen. Ja, ich habe ihn getroffen. Also, ich habe ihn verletzt. Ich habe ihm das Herz gebrochen. Naja, dafür hat er mich in Fetzen gerissen. Irgendwie fairer Ausgleich, finde ich. Ja, natürlich, die Schrotflinte darf in keinem guten. Ich bin Zweiter mit zwei Kills. Was ist das für ein Schierei? Bots können selbst nicht. Jetzt stirbst du mal. Ich hasse es. Ich hasse es, dass diese Waffen Streuung haben. Was soll denn das? Ist doch in Doom auch nicht. Dazu wird Dämon jetzt auch gleich wieder einen schlauen Kommentar lassen. Doch, ey. Ist keine Ahnung. Dämon, volles arrogante Arschloch, ey. Hier ständig das beste Renderprogramm der Welt schlecht macht. Camtasia ist einfach das Beste. Nutzt alle Kim. Oh, ich bin tot. Das hatten wir auch noch nicht. Ja, wo war ich? Ach ja, richtig, bei den Waffen. Raketenwerfer, ne? Okay, das darf auch in keinem guten Spiel fehlen. Stellt sich jetzt natürlich die Frage, warum im Baldur's Gate keine Raketenwaffe drin ist. Gut, stellt sich auch die Frage, warum ich so unglaublich schlecht treffe. Hey, ich habe einen getroffen. Ich bin unglaublich gut. Mit unglaublich gut meine ich natürlich total übergut. Was haben wir noch? Ja, da haben wir... Würdest du den jetzt mal bitte treffen? Na,
Also. Ey, hör doch mal auf, euch da gegenseitig zu töten. Gib mir einen Raketenwerfer. Ich kann damit nicht umgehen, aber. Das kann ich mit keiner Waffe, ehrlich gesagt. Von daher. Oh, das war meiner. Stand mein Name drauf. Wo kommst du denn jetzt her? Ach, jetzt killt ihr euch wieder gegenseitig. Nur damit ich den Kill nicht krieg. Scheiß Rassisten. Bloß weil ich weiß bin. Oh, ich liebe es. Aber ich werde besser. Hey. Ja, dann haben wir noch dieses Küchenmesser. Ne? Ideal, um Salat und so zu zerkleinern. Ich habe die Schrotflinte. Ich bin nicht unbesiegbar. Haha, zittert vor mir. Oder sterbt wenigstens, ist mir auch recht. Ich weiß nicht so recht, wo ich hin soll. Aus nicht gefährlich ist. Also da schon mal nicht. Hey, ich habe einen gekillt. Ich werde trotzdem wieder verlieren. Nein, wie kommst du da drauf? Du bist doch der Oberpro. Kannst gar nicht verlieren. Hey, ich hab 7 Mann, ich bin gut. Ich hab excellent. Ernsthaft? Ernsthaft? Vielleicht sollte man den Raketenwerfer auch mitnehmen. Der macht übrigens Flächenschaden, ne? Also, so in der Theorie macht der Flächenschaden. Bei mir nicht, aber. Also, wenn man es kann, kann man damit Flächenschaden austeilen. Also. Ich nicht, aber. Es soll Leute geben, die können das. Ich sollte vielleicht auch mal schießen. Nein, erstmal das Zielen. Das Schießen, das brauchen wir jetzt noch nicht so dringend. Oh, wie ich es hasse. Was? Waffen, Waffen. Verdammt. Ich will nur dieselben Waffen, da kann ich nichts über die Waffen erzählen. Das ist jetzt irgendwie. Haha, irgendwie bescheiden. Ach. Ich brauche eine schneller feuernde Waffe. Gibt es nicht sowas wie Atombomben? Gatling Laser oder sowas? Das wäre auch mal schön. Hm? So ein Shooter-Spiel, wo einfach die Namen total überzogen sind in jedem Bereich und auch jenseits aller Realität. Schaden machen. Ach, ich hasse die Bots. Ich bin. Gott. Ich bin schon Zweiter. Vielleicht soll ich die Schrotflinte nicht im Distanzkampf benutzen. Vielleicht soll ich auch nicht in den Nahkampf gehen. Also, wir stellen fest: Nahkampf ist nichts für mich, Distanzkampf ist nichts für mich. Und das dazwischen drin ist auch nichts für mich. Ja, da haben wir doch schon mal eingegrenzt, was nichts für mich ist. Da ist ja eine Leichtigkeit herauszufinden, was für das für mich ist. Och, leck mich. Und stirbst du mal? Haha, ich bin nur noch Dritter, verdammt. Achso, die Schrotflinte. Was war das jetzt? Hey, du hast mal. Boah, wir sind mir mal die Kills klauen. Oh, ich hätte wohl schon dreimal gewonnen, ey. Das müsst ihr aber auf dem Server machen. Einfach auf den Server gehen und die ganze Zeit schauen. Boah, Killklauer. Alter Noob, ey. I'm the true winner. Spastis. Dann wisst ihr, wie es auf meinem Server ist, ja. Ich sollte aufhören, Distanzkämpfe mit der Schrotflinte ausführen zu wollen. Das kann einfach. Hey, ich habe ihn getroffen. Ich bin gut. Das kann einfach nichts werden. Und. Vielleicht soll ich auch nicht so hektisch hin und her zielen. Sondern. Vielleicht soll ich überhaupt mal irgendwie zielen, ne? Ach, gut Glück schießen. Das. Ja, ich bleibe einfach mal stehen, weil ich gedacht habe, da schießt vielleicht einer auf mich. Es ist auch so schon schwer genug, jemanden zu treffen. Da kann ich auch mal stehen bleiben, ne? Bin ich nicht ein netter Kerl? Ah, oh, die nimmt sich wieder das Herz. Kann sie nur noch um Stunden handeln, bis sie dieses Level beendet hat? Ist ja nur das erste Level, ich meine. Das ist schon ganz schön hardcore. Ich
Danach wird's ja leichter. Total. Sowieso. Also, kennt man ja, das erste Level ist immer das schwerste. War ja in Alarmstufe Rot auch so. Ah, über den Granatwerfer habe ich noch nichts erzählt. Das schießt Granaten. Die dann irgendwann explodieren. Wenn. Ich habe gerade einen mit dem Granatwerfer gekillt, nicht ernsthaft. So, und deine? Ich glaube nicht. Ist auch schon wieder leer. Ja, der verschießt Granaten, die halt ein bisschen durch die Gegend eiern. Und explodieren, wenn sie jemanden treffen. Oder wenn sie zu lang rumliegen. Ja, Gott. Ich fand die Waffe immer scheiße, aber. Ich als alter Überpro weiß es natürlich genau. Ach, scheiße. Welche Waffen gut und welche schlecht sind, ne? Weil. Das sieht er, ich bin total highskilled in dem Spiel. Der Kack Lightning Gun. Ach, ich hasse es. Wie bin ich nochmal auf die Idee gekommen, dieses Projekt zu starten? Ich hab's noch nicht hochgeladen. Ha, ich werde es einfach nicht hochladen. Ha. Niemand weiß, dass ich das gestartet habe. Ha, ha, ha. Nie wird es jemand erfahren. Ha, ha. Stirbst du mal? Na, also. Oh, da haben wir die Lightning Gun. Laut Dämon ist sie total überpowered, aber pff, was weiß der Noob schon? Ey, nicht abhauen! Was ist das denn für eine feige Taktik? Aber ich finde irgendwie überhaupt nicht überpowered. Gut, seiner Meinung nach ist auch die Railgun, die mit einem Schuss jeden tötet. Also im Normalfall einen Schuss tötet. Überpowered, aber der hat einfach keine Ahnung. Der kann das Spiel eben nicht so wie ich. Der ist nicht so der Überpro, ne? Weil. Na gleich, ich hab's voll drauf, ne? Also. Habe ich schon mal einen Ultra-Hardcore-Extrem-Schwer-Mod erwähnt, den ich installiert habe? Der macht die Gegner irgendwie so nahezu unbesiegbar, also. Meine Bots haben irgendwie 2 Milliarden Health und so und auf Schild und ich mache immer nur einen Schaden pro Treffer mit der BFG. Die kommen erst später, also. Das Spiel kennt eh jeder. Das braucht ja groß die Waffen vorstellen. Boah, ich hab den getroffen. Habt ihr gesehen, wie ich abgehe? Wie ich es einfach nur drauf hab? Wie ich überskillt bin in jedem Bereich? Hey, ich hab 8 Punkte, so viel hatte ich noch nie. Oh, und ich lauf voll in die Rakete rein. Hey, das ist eine gute Idee. Die Taktik muss ich mir dringend merken. Ach man, tötet euch doch mal selbst. Ich hab 9 Punkte, so viel hatte ich noch nie. Komm schon. Sterb doch mal. Ach, jetzt kommen sie schon wieder zu dritt. Ist doch Rassismus. Bloß weil ich weiß bin. Hey, ich könnte mal einen Rocket Jump demonstrieren. Ja, ich bin Erster. Mit dem ganzen Frack. Hey, ich habe ihn getroffen. Gott, ich bin gut. Ich bin so perfekt. Mit dem Treffen üben wir nochmal. Definitiv. Also man muss ja jetzt nicht unbedingt zielen, es reicht ja auch, wenn man trifft, ne? Wobei angeblich zielen ja helfen soll beim Treffen. Aber das halte ich ja persönlich für ein Gerücht, ne? Also, zielen und treffen. Ist doch irgendwo einer. Nein? Nein, da war einer. So ist richtig. Ich weiß nicht, soll ich da runter? Ich habe Angst. Ja gut, wenn ich da oben jetzt... Ja, der hat schon wieder 6 Kills. Oder die, oder was auch immer. Keine Ahnung, was das darstellen soll. Oh, ja, natürlich wieder Schoflinde. Die haben nie das, was ich gerade nicht will. Gibt's hier nicht auch so Inni-Modifikation oder so? Wo ein bisschen mehr aus den Knallen rauskommt, mit ein bisschen mehr Streuung und so. Ich bräuchte so Raketen-Gatling mit der Streuung und das permanent, bitte. Da ist er ja.
Er tötet mich natürlich. Ja! Ach, wie ich es hasse. Ist was Schönes, als direkt zu spawnen und gleich abgeknallt zu werden? Gut, ich lebe noch, aber das ist jetzt kein Argument. Ich meine, oh. Nimm mich mal. Ach, das ist doch unfair. Mann. Das soll die leichteste Schwierigkeitsstufe sein. Sind die bescheuert? Was sind dann die schwerste? Instant Kill. Alles. Bots. In jeder Waffe ein Treffer tot. Und sie treffen immer. Schießen. Ah, offen. Das wäre meiner gewesen. Ja, die Anna schießt auf ihn, aber er schießt auf mich. Weil ich die größere Gefahr bin, ist ganz klar. Oh Gott, das wäre noch sehr lustig. Kannst du die ersten Kommentare lesen? Boah, Alter, ey, Noob, ey. Und den Scheiß lädst du noch hoch und das ist für Spasti. Da hatte ich letztens erst so einen Kommentar unter den Race-Videos von. Also, ich habe fast gewonnen, ne? Ich meine, Vierter ist doch gar kein schlechter Platz. Wenn man so. Auf Platz 4 von 100. Ist doch schon mal ein guter Anfang. Jetzt muss ich nur noch 96 Spieler hinzufügen. Ich habe die Lead verloren. Wer ist überhaupt diese Lead und warum habe ich die dauernd? Verdammt. Die verarschen mich. Die bleiben einfach stehen und tun so, als werden sie mich nicht merken. Dabei haben die Bots doch 360 Grad Sicht. Kannst ja nichts anderes erzählen. Stirbst du mal? Verdammt, ich habe die Stoßflinte, die ewig Streuung hat. Ich sollte den treffen. Das Spiel ist voll unrealistisch. Ich mag Raketen, ich fange die immer auf, will zurückschmeißen. Dann stelle ich fest, dass das ein völlig falsches Spiel ist, wo ich gerade bin. Hey, ich habe ihn getroffen. Nennt mich Gott. Oh, ich habe mich selbst getroffen. So kriege ich keine Punkte, wenn ich mich selbst abschieße. Das wäre doch fair. Komm schon, stirb. Stirb. Oh, die sterben einfach nicht. Nein, ich wollte da gar nicht runter. Ich kann nicht in zwei Richtungen gleichzeitig schießen. Ich bin kein Bot. Braucht man ein Aimbot. Ich habe es auf Nightmare durchgespielt mit einem Aimbot. Ich bin high skilled. Ja, schön ist, dass ich auch total immer voll konzentrieren kann, weil ich ja auch nicht irgendwie nebenbei noch die ganze Zeit reden muss. Nein. Ich mache jetzt ein Let's Schweig oder so draus. Ja. Okay, ich glaube, ich verliere dieses Mal, also ausnahmsweise mal verliere ich die Runde. Ah, knapp verliere, es wäre ganz knapp, glaube ich. Ah, passiert, dass man mal ganz knapp eine Runde verliert, ne? Vor allem so weit fortgeschritten im Spiel schon ist, also. Da passiert es wirklich schon mal, dass man da eine Runde verliert. Ich habe die Lead verloren, ich hatte die Lead doch noch gar nicht. Zählt denn der mir schon für den Scheiß? Ich bin hier scheinbar nicht der Einzige, der Drogen nimmt. Konnte man nicht hier irgendwie. Nee. Ach nee, das war in Unreal Tournament 2004, wo man Raketenwerfer aufladen kann. Warte. Ah! Boah, ja genau. Damit werde ich es jetzt richtig platt machen. Ich brauche jetzt mal. Oh, leck mich! Das ist doch unfair. Oh. Jetzt hätte ich mich beinahe selbst gekillt mit dem Ding. Alles Gute kommt von oben. Ich schenk mir selbst was. Aber. Ich sehe schon die ganzen Pros, wie sie unter meine Videos posten. Boah, ey, das könnte ich auch gerne so gut spielen wie du. Beziehen doch alle diese Waffen. Das ist doch voll scheiße.
Ich bin die Nummer 1, ne? Das sieht man gleich. Weil ich so bescheiden bin, habe ich mich ganz unten hingeschrieben. 1, ne? Ich habe einen Ping von 0, also hätte ich gern mal online. Das ist bestimmt total lustig dann. Bleib doch mal stehen. Oh, ey! Sag, stehen bleiben, nicht auf mich schießen. Ja. Das Schöne ist auch, dass man das sehr gut kommentieren zu kann. Und zwar so ganz und gar nicht. Also. Dank der epischen Story, ne? Ja. Was wollte ich sagen? Ach ja, epische Story, ne? Also. Aber ich habe genug. Ja. Ja, doch. Ich kann auch gleich mit dem Gauntlet losziehen, ne? Mit dem Küchenmesser. Kann ich gleich losziehen. Das klingt wie so ein Rasenmähermotor oder sowas. Das klingt halt echt so ähnlich. Ist der Kraft? Nö. Das funktioniert also definitiv nicht. Ich weiß gar nicht, kann der überhaupt einen Bot killen auf Nightmare? Ich kann es mir so recht nicht vorstellen. Ich hatte die Lead doch gar nicht. Was ist überhaupt die Lead? Ich bin voll Lead, Alter. Ah, wo hat denn der jetzt die Knarre schon wieder her? Ist doch unfair. Das Schlimme bei Bots ist, man kann auch nicht irgendwo in der Ecke campen. Das juckt die überhaupt nicht, wenn man da campt. Ja, ist eh auf den Boden klotzen, aber dann mich sehen. Hier war mal so, als hätten die 360 Grad. Ja, ach, da ist noch eine. War das nicht sogar so, dass die Bots auf Nightmare 360 Grad Sicht oder so haben? Und Wallhack haben sie, glaube ich, auch, ne? Das würde zumindest einiges erklären. Yeah, ich bin Dritter mit einem Kill. Sind da jetzt kaputt. Ah, oh, sie lebt noch. Was auch immer das darstellen soll. Konnte man hier trinken? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich traue mir jetzt nicht wieder rauf zu gehen. Ist ja total verrückt, da runter zu gehen. So denn. Bin ich schon wieder unten? Bleib ich doch nicht hin? Mensch, nein. Ja, toll. 12, ja, leck mich. Das wird noch ein sehr langes Let's Play werden. Ein sehr langes kleines Nebenprojekt. Dämon wird sich richtig freuen, wenn er das Video sieht. Ich werde ihn erstmal fragen, ob ich ihm auch diese Skills, die ich da gerade zeige, beibringen kann. Oh, er hat sich gerade selbst getötet. Es gibt Punktabzug. Aber wenigstens ist der Ping gut. Ich wünschte, ich könnte selber über meine Framerate sagen. Toll, leckt mich. Es ist unglaublich spannend, also. Wer jetzt Langeweile hat, der kann da ruhig weg. Also da ist oben in eurem Browser wahrscheinlich so ein Fenster. Mit so einem X drin, also rechts oben sollte das sein. Das solltet ihr jetzt mal drücken und ich spring vorbei. Ich hab's voll drauf. Weil spannender als jetzt wird's nicht mehr. Ich glaube, mit dieser heutigen Aufnahme werde ich nicht einmal die erste Runde schaffen. So viel Zeit habe ich ja heute auch nicht. Wobei ich natürlich keine Ahnung habe, wie lange ich überhaupt schon spiele. Das ist nämlich auch nirgendwo hier steht. Wir brauchen übrigens 15 Kills, um zu gewinnen. Kleinigkeit. Ich will die Bots nur in falscher Sicherheit wiegen. Und ich hab die Lead schon wieder. Wow. Komm schon. Ach, scheiße.
Nicht mehr nur eine oder machen die mehr Schaden als ich? Und warum halten die auch mehr aus als ich? Warum haben die einen Aimbot und ich nicht? Ich will auch einen Bot haben. Let's play mit Aimbot. Das wird auch mal lustig. Seh die ich abgehe. Brrr. Yeah. Nein. Die Waffe will ich. Scheiße. Nicht tot. Warum ist er nicht tot? Warum nicht? You lost the lead. You lost your car. Mhm. Das waren ja die 10 Sekunden Glück. Ein Glück normales nennt man das. Ey, wieso schon wieder meine Kills klauen? Echt, ey, Vote Bun. Wow. Hey, ich bin Zweiter mit 6 Kills. Guck mal, Raketenwaffe. Ach, einfach draufhalten, das passt schon. Das wird doch eh nix, aber. Das ist wirklich, ich freue mich schon auf die Kommentare. Ich freue mich auch, wenn die ersten. Das ist eine normale Schusslinde. Jetzt ist da noch eine! Immer du darstellen sollst. Du halbe Puppe, du. Boah. Hör auf meine Kills zu klappen. Hilfe oder Kills können eh mir. Rennen. Hör auf, von anderen töten zu lassen. Das ist voll gemein. Leck mich. Leck mich! Ja, ja, Honky Tonk, sag's. Ich sack dir gleich mal ein. Halt, Moment. Streich das letzte. Das habe ich nie gesagt. Na also, stirb doch mal. Jetzt stirb doch! Verdammt, keine Raketen, einfach gar nichts. Ich will kein Maschinengewehr. Das stinkt. Das ist mir in Gülle gefallen. Ja, genau, ich spring einfach mal in die Luft. Was habe ich mir dabei gedacht? Hm. Ja. Also, es läuft herausragend. Oh, ich töte mich gleich selbst. Es bringt nicht so viele Punkte, als wenn mein Gegner tötet, aber es bringt immerhin einen Minuspunkt. Ist doch auch schon mal was. So für den Anfang, ne? Gar nicht mal so schlecht. Wenn sie mal treffen wird. Wenn sie mal sterben wird. Wieso sterbt ihr nicht einfach, wenn die auf euch schießen? Wieso müsst ihr immer weiterleben? Das ist doch nicht nett. Hä? 2, 4, 6. Das kriegt doch noch eine schöne Zahl. So, es ist der Moment erreicht, wo ich schon keine Ahnung mehr habe, wovon ich überhaupt reden soll. Oh, dann schießen wir eben doch auf die Füße. Kommst du her? Komm zu Papa. Na also. Jetzt lehnen wir da einfach ein wenig rum und verdammt, ich will das helfen. Oh, ist wieder unten. Oh, ich habe einen getötet. Oh mein Gott, er hat einen getötet! Ich brauche nur noch dreimal so viele Kills und führen leider auch nur doppelt so viele Kills wie ich. Und ich bin mal tot, ne? Wow, ich habe einen getötet. Ich finde auch diese netten, lachenden Gesichter dahinter so schön. Das ist vermittelt so einen freundlichen Eindruck, ne? Weil wenn man schön angelächelt wird.
So, dann muss ich mal schauen demnächst. Und stirbst du mal bitte? Ah, Granaten. Vielleicht soll ich nicht an die Decke schießen. Gerüchte zur Folge soll es besser sein, wenn man den Gegner schießt. Aber ich glaube, auf Gerüchte noch nie viel gegeben. Doch mal auf! Jetzt soll ich die Maus. Ich finde es schön, dass der einfach mal stehen geblieben ist. Warum auch immer. Ja, sammelt natürlich wieder die Health auf. Aber ich muss sagen, diese netten, lächelnden Gesichter, das vermittelt so einen warmen, freundlichen Eindruck. Die ist nur ein Quake 3. Ich hab dich doch schon eben ewig getroffen. Ja, wenigstens ist keine Ladezeit zwischen nochmal starten. Also. Hallo? Stirbst du mal? Hallo? Ja, ich lost the lead, du mich auch. Ich bin nur noch Zweiter mit 0 Kills. Ja, einfach mal treffen, ne? Das ist äußerst spannend, ich weiß. Oh, Frame Drop. Ich stehe auf 19 Frames. Macht mich geil, Mann. Ey, was? Kein Raketenwerfer? Kein Granatraketen, Schrotflintenwerfer. Och, hör dann auch meine Kills zu klauen. Wechselst du mal die Waffe, bitte? Einfach mal weiterschießen. Irgendwann trifft man schon was. Shells. Nicht so ganz das, was ich mir vorgestellt habe. Warum kann ich die nicht werfen? Die Kiste, die ganze Kiste. Mit einem Helfer in den Kampf gehen, das ist eine sehr schöne Idee. Brillant. Wie sie nur einem Honk einfallen kann. Oh, da ist ja noch einer. Ich dachte, du wärst tot. Warum ist mein Secret gelb? Sollte rot sein. Stimmt irgendwas nicht. Das fällt mir jetzt erst auf, ne? Moment. Und hier spackt mein... Dann, wo war das wieder? Game Options? Game Options. Was? Wir hatten es so eingestellt. Das habe ich doch nicht gemacht. Willst du mich verarschen? Ist das jetzt Minimum? Okay, okay, okay. Gut. Jetzt kann es weitergehen. Das ist immer noch nicht rot. Will ich mich verarschen? Nee, kein Punkt. Sehe ich ja gar nicht mehr, wo ich hinschieße. Nehmen wir das? Ah nee, wir bleiben beim Standard. Es ist nicht rot. Kein Wunder, sich will. Jetzt ist es rot. Kein Wunder. Was? Sind wir noch weit? Warum ist das weiß? Wozu kann ich das rot einstellen, wenn es nicht rot wird? Ich glaube, ich verstehe da irgendwas gerade falsch. Da hinten flackert das Licht ganz komisch. Ah, wie ich es hasse. Spiele ohne Spawn Protection. Grauenhaft. Hätte ja funktionieren können. Ich hätte fast geschafft. So gut wie ich bin. Hallo. Ich höre schon Raketen fliegen, aber ich sehe nichts. Das macht mir Angst. Sind ja alle so unfreundlich zu mir. Das ist nicht sehr gastfreundschaftlich. Na gleich, das sind Granaten. Dein überdimensioniertes Tommy-Feder kannst du behalten. Wie Lightning. Verschießt Blitze. Deswegen heißt es wahrscheinlich Lightning. Yeah, ich muss nur noch ganz schnell 13 Kills machen und gewinne ich. Oh, jetzt klaut sie mir mal Health, weil ich sie nicht aufnehmen kann, weil ich zu viel habe. Was ist das für eine Scheiße hier?
Muss denn das wirklich sein? Warum hat Dämon gesagt, ich soll das als Projekt machen? Dämon, warum foltest du mich so? Ist alles deine Schuld? Willst du mal sterben, bitte? Danke. Wir nehmen mal das Health auf. Angeblich lebt man mit Health länger als ohne. Aber das ist halt ich persönlich für ein Gerücht. Weil ich lebe auch nicht sonderlich. Was? Ich sehe die ja nicht mal. Ach, leck mich. Hört auf zu gewinnen. Das ist böse. Das verstößt bestimmt gegen irgendein Gesetz. Ich wüsste gar nicht, wie spät es ist. Wie lange ich schon aufnehme. Wie lange ich schon spiele. Ich habe die Lead verloren. Wow. Was ist für Arschlöcher sind. Ich habe ihn zuerst gesehen. Und auch wenn es nicht stimmt. Wechsler die. Oh. Warum will mich dieses Mausrad? Bin ich total bescheuert? Ich habe es auf dem Mausrad gelegt. Warum nutze ich das nicht? Boah. Muss die mal aushalten. Ich brauche größere Knannen. Ich brauche mehr Streuung und mehr Schuss und... Ich brauche so eine Art BFG-MG. Oder sowas. Also, wisst schon, ne? Die killen mich sogar mit Granaten, ich glaub's ja nicht. Die killen mich mit allem! Hä? Wieso treffe ich den nicht? Hä? Was war das jetzt? Was zur Hölle war das? Ja. Ich weiß schon, warum ich Nightmare spiele. Ich will die Bots nur in falsche Sicherheit wiegen. Wenn ich meine richtigen Skills auspacke, haben die eh keine Chance. Ich tue das so, als ob ich genauso schlecht wäre wie ihr. In Wirklichkeit bin ich total gut. Ich stelle mich nur total dumm an. Ich simuliere bloß, dass ich schlecht bin. Wo ich nicht im Minderwertigkeitskomplexe zu stürzen. Bin ich besoffen oder was? Ich greife dir nicht mal einer an. Warum liegen bitte schön Schrumpflinten? Ach. Das mit dem Ziel üben wir nochmal. Ach, Zielen ist eh total überbewertet. Treffen finde ich persönlich ja viel besser. Oh, ich glaub's ja wohl nicht. So viel zum Thema, die Waffe ist überpowered. Die ist total underpowered. Oh, null. Ich hab's voll drauf, habe ich das schon mal erwähnt. Ja, also da wird Dämon richtig neidisch sein, wenn er meinen Skill sieht. Weil ich kann überhaupt nichts, ne? Also selbst auf der niedrigsten Stufe trifft der überhaupt nichts. Und mir stirbt mit 0-0. Wenn ich ja trotz des Ultra Hardcore, du triffst nie irgendwas, Mods, mit dem ich nie irgendwas treffe und die Gegner, boah. Hat die nicht eine begrenzte Reichweite? Du. Also. Spezielle Bots habe ich selbst programmiert, den Mod. So, ich finde das Spiel unglaublich schwer. So. Wir schnappen uns mit die Waffe, mit der wir auch nichts treffen. Erinnern uns daran, dass wir auch mit dem Mausrad die Waffe wechseln können. Das ist schon wieder mein Kill Cloud. Wieso mein Kill Cloud? Wieso? Boah, du auch! Geht zur Hölle. Jetzt habe ich davon keine Schuss mehr. Davon keine Schuss mehr. Deutsch mit Honk. Das kann nichts werden. Honkinismus. Lernt Honkisch. Die neueste, beste Sprache der Welt.
stirbst doch irgendwann mal. Ja, frisst mich ja nicht. Och, leck mich. Aggressiv. Och. Zum Glück nicht im geringsten. Weil ich irgendwie schon davon ausgehe, dass ich nicht gewinne. Ey, nein. Ganz schön empfindlich hier. Komm schon, stirb! So viel zum Thema, das Ding ist total überpowered. Der man hat einfach keine Ahnung, wie eine überpowerte Waffe aussieht. Muss ich mal eine überpowerte Waffe zusammenbauen. Obwohl, habe ich schon. Ich zeig's dir auch in meinem. Toll. Ist die Munition schon wieder. Oh, wo kommt der denn jetzt schon her? So unfair. Wofür hat das Ding so eine riesen Streuung, wenn ich trotzdem nichts treffe? Ich brauche mehr Streuung. Ich brauche einen gigantischen Block, der einfach nur rauskommt. Sieh mal ein 100 Abonnenten Special. So ein Block wie bei Desert Combat Objects brauche ich. Verdammt! Ach komm, leck mich! Da habe ich gedacht, ich mache mal einen Kill. Richtig, da konnte man ja auch zoomen, ne? Ja. Ist bestimmt eine total tolle Idee, wenn ich jetzt auch noch zoome. Und ja. Da wollte ich runterspringen. Das war totale Absicht. Hä? 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 Wo denn? Da oben! Zack, das doch mal einer. Ich brauche so einen gigantischen Pfeil, wenn wir dahin zeigen, wo mich die Gegner gerade treffen. Wo mich die Gegner gerade treffen. Wo die Gegner gerade herschießen. Ja, ich nähere mich, ne? Also. Ich habe jetzt irgendwie schon 20.000 Kills, aber. Aber auch schon 17.000 Runden gespielt. Das gibt's doch nicht! Aber wenigstens habe ich immer noch die lachenden Gesichter, das ist doch. Da freut man sich immer, wenn die Score aufmacht. Wenn die Score sieht, diese netten, freundlich lächelnden Gesichter. Einem schön zulächeln, ach. Verdammt! Ich liebe es, ohne Spawn Protection Spiele zu spielen. Also vor allem Shooter, ne? Steigst ein, du wirst das tot geschossen. Ja. Läuft schon ganz gut, möchte ich mal sagen. Und. Wir nähern uns bereits dem Ende der ersten Runde. Wow, ich habe ihn getroffen, ich bin beeindruckt. Geh doch mal sterben, bitte. Danke. So, wir laufen da erstmal weg, weil da sind böse Menschen. Nehmen wir erstmal Mega Health auf. Und werden erstmal auf dritte Position gehievt. Ach, leck mich. Jetzt bin ich nur wieder Vierter. Naja, Vierter ist ja gut, ne? Da ich nicht irgendwie Letzter bin, geht das ja alles noch. Du lebst immer noch. Was mache ich falsch? Naja, erstmal du triffst nicht. Im zweiten Mal du schießt auf daneben. Das mit dem Ziel muss ja auch noch mal üben. Aber sonst läuft es schon ganz gut. Ich hätte den Granatwerfer mit. Den Granatwerfer, ja. Den Raketenwerfer mitnehmen sollen. Na also. Läuft doch schon mal ganz gut. Wo liegt mein Rekord bisher? 7 oder 8? Ich glaube, es war 7. Ja, nehmen wir erstmal Health mit. Mega Health gibt 100. Ach, leck mich!
Ach, eins machen wir noch und dann schaue ich jetzt, wie spät es überhaupt ist. Es ist schon 2 Uhr Nacht, ey. Ich spiele schon seit über 3 Stunden. Ich hatte die Lead nie. 0 Punkte zu haben ist nicht die Lead. Mausrad. Ich habe Mausrad, warum benutze ich es nicht? Sind nicht mehr in der Steinzeit, wo Mäuse keine Mausrad hatten. Obwohl, der Amiga war auch keine Steinzeit mehr. Die Maus hatte auch kein Mausrad. Leck mich. Oh, was? Boah, leck mich. Was? Zur Hölle. Wie machen die das immer so schnell? Naja, erstmal sie treffen dich, ne? Zweitens, sie können mit den Waffen umgehen. Und viertens mal rennen sie nicht in die Sting rein. Außerdem vergessen sie nicht das dritte Mal. Ja, das üben wir jetzt aber noch mal richtig, ne? Also, ich bleib einfach mal hier. Naja, vielleicht besser nicht. Ja, vielleicht töte ich mich auch mal selbst, ne? Das hatte ich auch noch, das habe ich glaube ich noch gar nicht gezeigt, ne? Wenn man sich selbst tötet. Werde ich bei jedem Stunde auch noch mal zeigen. Und habe ich Quake 3 nicht immer Blut an dem Ding hängen kann? Ach, leck mich. Was mir war es, wenn bei Original Quake 3 da immer Blut dran war. Gott, das wird richtig lustig, dieses Video hochzuladen. Kleines Nebenprojekt. Das ist die 200.000 Videomarke knackt. Ich glaube, das werde ich unterwegs mal immer wieder pausieren. Also, so alle 2 Milliarden Videos werde ich mal eine Pause einlegen. Ja, doch, also. Springt man auch ein bisschen. Bunnyhopping. Wo war das mal in irgendeiner CS-Version, wo man damit immer schneller werden konnte? So ganz minimal. 1.4 war das? Wo man das einfach so oft gemacht hat, dass man immer schneller geworden ist und dann. Ich habe eine riesen Streuung und ich treffe nichts. Das ist einfach nur peinlich. Toll. Jetzt hallo! Wofür drücke ich die Sprüngentaste? Damit ich sterbe. Ich habe fast gewonnen. Ja. Und meine Uhr hat bestätigt, was ich mir schon erwartet habe. Mir schon gedacht habe. Ich habe es tatsächlich. Ja, Trial by Error. Okay. Ich habe jetzt wirklich eine ganze Stunde lang. Selber nur für online. Wie es aussieht. Ach, okay, steht's ja auch. Nur gegen München. Eine ganze Stunde damit zugebracht, ja, das erste Level nicht zu schaffen. Ich bin beeindruckt. Von mir selbst. Ich hab's voll drauf. Ja, vielleicht soll ich auch mal die Einstellung doch ein bisschen runterdrehen, weil. Dann läuft's vielleicht auch mal flüssig. Aber sonst ist es scheiße. Nö, nö. Moment. Ach, gibt nur Low und Normal, okay. Ach, obwohl. Sehr langweilig, wenn ich was runterdrehe. Aber die Kantenglättung könnten wir ausschalten. Egal, das sage ich beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ich rock in Open Arena total alles weg auf Nightmare. Man hat sie gesehen, also. Ich habe schon richtig Skills, ne? Moment, wie viele Runden sind das? 4, 8, 12, 16, 6 auf 4, auch sind ja bloß 24. Ich war der Meinung, dass da noch ein siebtes danach kommt. Also noch eine, das wären dann 25 Runden nach. Das ist doch schnell durchgeruckt. Ja. Egal, das war's erstmal für heute mit Open Arena. Ich hoffe, ihr hattet genauso wenig Spaß wie ich und freut euch auch nicht aufs nächste Mal.
Aber das ist ein Thema für ein anderes Mal. Deswegen sage ich auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.